jetzt gucken wir mal hier nach dem Hesson-Ausschau. Wo kommt der rein, der Hesson mit dem Bogen? Ah, der Hesson mit dem Bogen. Na, gucke doch mal, da ist er doch. Na, fein. Ein Feini bist du. Das ist doch toll. Ja, das machst du doch gut. Perfekt machst du das. Lass uns einmal durchlaufen. Denn ich war jetzt nicht darüber in Kenntnis, dass unser Gegner noch den Pinnymaker hat. Das ist eine neue Sache für mich, die ich jetzt entdeckt habe. Aber der Gegner hat dagegen jetzt nicht so viel. Haut natürlich wieder den Erdbeben drauf, aber ich glaube, dass das jetzt hier ein Fass ohne Boden war, das ist uns allen bewusst. Und jetzt wird reingegangen. Jetzt wird einfach richtig schön reingegangen. Gegner hat kein Lock mehr. Das heißt, er muss seinen Hunter basically so spielen. Aber jetzt kommt halt der frostige Frostzauber rein. Und an der Stelle, da ist auf einmal Glatteis und der Gegner hat Sommerreif. Das ist nicht geil, ja? Da ist der Phönix dran. Und dann ist er auch schon einfach vorne in der Leitplanke gescheppert. Ist doch gar kein Problem. Gibt zwar keine Verletzten, zumindest auf körperlicher Ebene. Aber das gibt natürlich ein fettes Schleudertrauma für den Gegner. Und an der Stelle würde ich mich trotzdem dann an seiner Stelle nicht sehen.